Hallo da Leute, heute am Sonntag Pokémon Go Day Nummer 12 müssen wir schon sein. Die 12, der 12. Sonntag, an dem wir zusammen Pokémon Go Sachen öffnen, um das Master Set auf drei Sprachen abzuschließen. Habe ich hier den Kauf vom Nice and Jewels aus Eutin an der Ostseeküste, den wir jetzt zusammen aufschneiden werden, aufrippen werden. In der Hoffnung, mit diesem Kauf dem Set, dem Ziel Master Set von Pokémon Go auf drei Sprachen. Ihr habt gesehen, um 11 Uhr hatten wir einen wunderschönen Einkauf vom lieben Sebastian aus St. Augustin, wo wir mit einer Rainbow-Karte vom japanischen Set auf jeden Fall einen großen Schritt gemacht haben. Hoffe ich, dass wir die hier im Kauf aus Eutin an der Ostsee auf jeden Fall mitziehen können. Wir haben hier erstmal kurz, die sollen natürlich für euch sein, für meine treuen Zuschauer. Denn ihr wisst, das Pokémon Go TCG sammeln und vervollständigen nimmt meine volle Aufmerksamkeit. Die anderen beiden Codes kommen natürlich auf den Codestapel. Und ich spiele das Ganze gar nicht so wirklich. Haben wir hier 4 Karten? Waren das so viele? Come on! Wie öffnen wir die denn mal? Genau, ich drehe sie einmal um. Haben wir hier natürlich ein wunderschönes Pikachu auf Englisch. Das sieht mir nach einem Base-Set-Pikachu aus. Auf jeden Fall eine super Karte für den Fanpost-Ordner, der unter dem Namen des Verkäufers natürlich abgehakt wird, nämlich unter Jules. Und dann ist das Pikachu schon zur Seite gerutscht und wir haben gesehen, dass wir hier, ich lege die anderen beiden Karten mal hin, ein wunderschönes Mewtwo V-Star Rainbow haben. Welches ist an der Ostsee wohl zu langweilig wurde? Und darum gesagt hat, ich mache den Sprung an die Nordsee, hier nach Norden zu Pokémonie, an die Alola-Nordseeküste und kann so den Ordner von Pokémon Go Set bei Pokémonie verstärken. Habe ich ein wunderschönes Mewtwo V-Star Rainbow in einem mega Zustand, Leute. Jetzt werdet ihr top loader mit das lief, nichts wird weggeschmissen. Ich versuche alles sehr nachhaltig zu verwenden. Kommen wir zur nächsten Karte. Wir nehmen einmal die Karte ohne direktes, also ohne farbiges Leaf. Und zwar kommen wir dazu. Nein! Ein Lockmodul, die Goldkarte. Die ist am Magic, am goldenen Mittwoch, wie der Sohnemann es nächste Woche sagen wird. Vielleicht auch nochmal kommen wird. Haben wir dann diese Karte doppelt. Das werdet ihr sehen, wenn ihr das Daily Booster Opening seht. Nächste Woche, wo wir die letzten 5 Booster verlorene Ursprung aufmachen. Dann das Display hat dann leider sein Ende gefunden. Aber ich denke, wir werden zum neuen Set, was jetzt rausgekommen ist, auf jeden Fall auch unser Display finden, unsere Booster öffnen. Und hier haben wir aber erstmal das Lockmodul auf Deutsch als mega Goldkarte, Leute. Und damit kommen wir zur letzten Karte des letzten Kaufes, den wir heute öffnen. Nämlich zur Hashtag TourTalk als Reverse-Karte. Ich glaube, TourTalk Holo haben wir heute Morgen schon wieder gezogen aus Alola Coco Wild Box. Es fehlte aber noch die wunderschöne TourTalk-Karte im Reverse-Foil. Die haben wir jetzt gepult, gezielt gekauft, come on, vom lieben Jules aus Eutin an der Ostsee. Und damit kann ich sagen, haben wir 3 weitere legendäre Karten unserer Sammlung hinzugefügt, um so vielleicht bald zusammen das Master abschließen zu können. Ich danke euch für euer Beisein. Heute um 17 Uhr versuche ich euch nochmal mein Pokémon Go Beiner zu präsentieren, wo ihr großer Teil von seid. Drum, wenn ihr mir Karten schickt, signiert diese bitte. Da kommt eure Signatur mit in die Sammlung. Und jedes Mal, wenn ich den Orden aufmache, die Karte sehe und ich sehe, da steht Mr. X drauf, dann weiß ich, come on, die Karte habe ich doch von Mr. X, die habe ich da und da erworben, ertauscht, geschenkt bekommen. Und kann dazu immer eine Geschichte erzählen, was richtig nice wäre. Drum, Leute, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert gerne, schreibt mir eure Gedanken, Kommentare, habt keine Angst, dass was falsch ist oder ich das falsch aufnehmen werde. Schreibt eure Gedanken so, wie es gerade ist, während ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann spätestens morgen wieder zum Daily Boost Opening mit dem Sohnemann, wo wir verlorene Ursprung öffnen werden und vielleicht gleich mit einer Altart starten. Leute, das seht ihr, wenn ihr abonniert, reinschaut. Und mit dabei seid. Drum, schönen Sonntag noch. Come on and catch it all. Euer Pokémon, let's go.